Du solltest kein Softboy sein und hör mir jetzt ganz genau zu, weil dieses Video hätte das Leben von meinem jüngeren Ich um einiges leichter gemacht. Aber was ist ein Softboy überhaupt? Ein Softboy ist ein Typ mit wenig maskulinen Eigenschaften. Er ist nicht besonders stark und auch nicht besonders diszipliniert. Und er kommt oftmals cute rüber durch seine femininen Eigenschaften. Er hat ein sehr weiches Erscheinungsbild und er ist immer nett und freundlich. Und tatsächlich sind ein Großteil aller jungen Männer heutzutage Softboys. Aber das ist auch nicht wirklich verwunderlich, weil diese Softboy-Ideologie wurde auf uns draufgepusht. Uns wurde von klein auf eingeredet, dass Maskulinität etwas Schlechtes ist und dass man eher so weich und zurückhaltend sein soll. Junge Männer werden ganz gezielt feminisiert, so wie ich das in einer meiner letzten Videos erklärt habe. Und durch Social Media ist es auch zum Trend geworden, wie ein Softboy auszusehen. Ich meine, guck dir an, wie die meisten Jungs zurzeit rumlaufen. Sie tragen irgendwelche Oversized-Klamotten von Pecos oder Peso oder diese ganzen Marken, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Und dazu haben sie noch Taper Fade und extrem lange Haare. Und das ist einfach ein sehr femininer Look. Ich bin Henry und ich will dich zu deiner besten Version machen. Und ich sag gar nicht, dass ich irgendwie der maskulinste Mann auf Erden bin. Dass ich irgendwie maskuliner als ein 2 Meter großer und 2 Meter breiter Holzfäller bin. Aber du musst dir vorstellen, ich war früher selbst der größte Softboy. Ich hatte einen Mittelscheitel, hab irgendwelche Stylerboy-Klamotten getragen und hab so sentimentale Musik gehört und hab dazu geweint. Ich spreche definitiv aus Erfahrung. Also, warum solltest du jetzt kein Softboy sein? Als ein Softboy hast du eine extrem schwache Mentalität. Dir fehlt es an maskulinen Eigenschaften. Du bist mehr feminin und deswegen bist du unter anderem auch sehr emotional und instabil. Und das führt eben dazu, dass du dich oft vor harter Arbeit drückst. Du prokrastinierst. Du gehst nicht ins Gym, weil deine Emotionen es dir sagen und dadurch wirst du eben viel weniger Fortschritt machen. Und so ist das eben auch mit allen anderen Aspekten deines Lebens. Als ein Softboy wird es dir immer schwerfallen, harte Sachen durchzuziehen, weil du bist undiszipliniert und nicht zielstrebig. Und was ich bei mir auch krass gemerkt habe, als ein Softboy hat man oft Moodswings und destruktive Gedanken, weil du hast wenig Testosteron in deinem Körper und somit auch ein niedriges Selbstvertrauen und ein niedriges Selbstwertgefühl. Und der nächste Punkt, wenn du ein Softboy bist, dann werden andere Menschen weniger Respekt vor dir haben. Ein Softboy hat Angst vor Konflikten und deswegen geht er jedem Streit aus dem Weg. Er lässt sich alles gefallen und steht nicht für sich selbst ein. Ich weiß noch ganz genau, wie das bei mir früher war. Wenn ich durch die Schule gelaufen bin und ein anderer Junge mich angeguckt hat, dann habe ich auf den Boden geguckt. Und ich weiß auch noch, als meine Kollegen sich über meinen damaligen Körperbau lustig gemacht haben. Du musst dir vorstellen, ich hatte sehr weite Hüften und einen speckigen Arsch. Und um ehrlich zu sein, das hat mich zutiefst verletzt, aber ich habe nichts gesagt. Ich habe einfach meine Fresse gehalten und nicht für mich eingestanden. Dadurch, dass du als Softboy immer Konfliktsituationen aus dem Weg gehst, werden andere Männer keinen Respekt vor dir haben. Und auch dein Erscheinungsbild als ein Softboy führt dazu, dass andere Männer den Respekt vor dir verlieren. Weil wenn du so ein weiches, feminines Erscheinungsbild hast, dann werden andere Männer auf eine primitive Art und Weise keine Gefahr von dir verspüren. Ich weiß, das ist oberflächlich, aber guck mal, ich sitze hier gerade im Unterhemd. Von welcher Version von mir würdest du mehr Gefahr verspüren? Von meiner Version jetzt im Unterhemd oder von meiner Version im Pecos-Pullover, der oversized ist und so einen komischen Backprint hat? Auf eine primitive Art und Weise hast du mehr Respekt vor einem Menschen mit einem harten und gefährlichen Erscheinungsbild als vor einem Menschen mit so einem weichen und ungefährlichen Erscheinungsbild. Und viele Leute denken auch, dass man als so ein ästhetischer Softboy gut bei Mädchen ankommt. Und ja, es stimmt, es gibt überraschend viele Mädchen da draußen, die so Styler-Softboys attraktiv finden. Aber trotzdem werden Mädchen immer maskuline Männer mehr respektieren als irgendwelche Softboys. Wenn du ein Softboy bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dein Mädchen nicht auf dich hört und einfach macht, was sie will. Und ja, du solltest dein Mädchen jetzt nicht rumkommandieren, aber als ein Mann solltest du einfach die Führung in der Hand haben und das haben diese Softboys eben nicht. Also, wenn du willst, dass du deine Ziele schneller erreichst und mehr Respekt von anderen Menschen bekommst, dann musst du unbedingt aufhören, ein Softboy zu sein. Hör auf, dich wie ein Stylerboy anzuziehen und fokussiere dich darauf, endlich maskuline Eigenschaften wie Disziplin oder Stärke zu etablieren. Und darüber hinaus, hab keine Angst vor Konfrontationen, steh für dich selbst ein. So, mir ist es egal, was für männliche Feministen jetzt wieder haten werden. Wenn ich nur einen einzigen jungen Mann davon überzeugt habe, kein Softboy mehr zu sein, dann habe ich mein Ziel erreicht.
So, das soll's gewesen sein. Folg mir, wenn du dich auch jeden Tag verbessern willst, weil das hier ist der Kanal für alle ambitionierten Jungs. Ansonsten mach's gut. Ciao, ciao.